Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei JFT Brokers und natürlich auch im Namen von JFT Brokers zu unserem heutigen Webinar am 11. Juli 2017. Und mein Name ist Stefan Friedrichowski. Gewohnte Zeit, gewohnte Wochentage. Naja, also alles wie gehabt gewissermaßen. Wir haben natürlich nach wie vor Fußball-Weltmeisterschaft, also ich werde schon sehen, dass wir pünktlich vor 8 Uhr auch fertig sind, falls wir den einen oder anderen Fußballinteressierten oder besonderen Anhänger noch haben. Jetzt muss ich gerade nachdenken, wer heute spielt. Ich glaube, es war England gegen Kroatien. Naja, da kann man ja vielleicht Fan oder für den einen oder anderen sein. Ich kann für mich sagen, bisher sind alle meine Fans nacheinander immer alle ausgeschieden. Also ich lege mich jetzt für heute endgültig nicht mehr fest. Ich lag immer falsch bei allen letzten Spielen. Also ich wäre gewissermaßen ein herrlicher Kontraindikator gewesen, wer eine Wette auf das Spielergebnis hätte geben wollen, hätte mich fragen sollen und dann invertieren. Ja, so wäre es dann vernünftig gewesen. Schön, wieder so zahlreich euch hier dabei zu haben zu unserem heutigen Thema Daily Seasonals im Forex-Markt. Und Daily Seasonals, ja, das hatten wir schon mal. Da haben wir uns ausschließlich mal um den DAX gekümmert. Das ist schon sehr lange her. Und eine Strategie, die auch wirklich sehr schön läuft. Nach wie vor macht ihre Renditen, dann natürlich auch mal wieder Drawdowns, aber sie steht gut im Plus über die gesamte Zeit. Und das war für mich der eine Trigger zu sagen, hey, können wir das nicht mal ein bisschen ausdehnen hier? Also einfach mal ein paar mehr Underlyings untersuchen. Naja, und dann gab es noch diesen anderen Trigger, dass Gold freitags ja noch was ganz Besonderes ist. Und der eine oder andere wird sicherlich schon vor 2 Wochen dabei gewesen sein und hat mitgekriegt, dass ich angekündigt habe, oh, mir ist ein Fehler unterlaufen. Also ich habe einen didaktischen Fehler gemacht. Die beiden Webinare hätten genau in einer anderen Reihenfolge sein sollen. Also heute ist gewissermaßen das erste und das von vor 14 Tagen wäre dann das Folgewebinar. Heute machen wir die wirklichen Basics, nämlich auf D1-Basis. Also ganz entspannt. Keine Uhrzeiten, kein weiteres. Wir gucken einfach nur daily in den Markt und nutzen Seasonals. Seasonals soll natürlich jetzt hier nicht bedeuten, also sowas wie Monate oder Quartale oder Sommer gegen Winter. Nee, das ist auch nicht so mein Part von Seasonals, das ich nicht so ganz so mag. Hat man da auch schon mal ein paar Folien zu. Ich erzähle es jetzt gerade mal nur so, warum ich da nicht ganz so ein Freund bin. Einfach, weil die Statistik dann immer sehr, sehr dürftig wird. Also wenn ich mir halt einfach mal nur den Monat Dezember angucke und dann die letzten 20 Jahre, naja, dann habe ich gerade mal die Statistik 20. Das ist nicht gerade viel. Und deswegen ist es natürlich viel angenehmer, auf die Daily Seasonals zu gucken, weil dann geht es nachher um die Wochentage, also den Day of Week. Also haben wir Montag oder wie heute Mittwoch. Und dann wird natürlich die Statistik schon deutlich besser, weil dann haben wir immerhin schon 52 Ereignisse pro Jahr bei 10 Jahren, dann immerhin schon mal 520. Na, da wird doch dann mal langsam auch eine Statistik draus. Und alles andere macht sich zwar manchmal ganz reißerisch in irgendwelchen Beiträgen im Web oder sonst wo, aber ist statistisch gesehen nicht gerade besonders haltbar. Also kümmern wir uns um die Wochentage. Und heute natürlich wirklich mal die Basics. Im Detail, ach so, bevor ich, weil auch übrigens vielen Dank für die ganzen Grüße hier auch schon im Chat. Könnt den Chat natürlich auch weiterhin gerne benutzen. Gar keine Frage. Folien sind bereits hochgeladen. Das heißt, ihr könnt sie wiederum aus dem GoToWebinar Control Panel runterladen. Nachher gibt es wie oft bei mir einen Haufen Excel-Sheets. Wer die haben möchte, schon wieder der Hinweis. Die E-Mail-Adresse, die hier gerade unten steht, s.friedrichowski@jftbrokers.com. Einfach da eine E-Mail und ich stelle dann sicher, dass ihr auch die Excel-Sheets entsprechend bekommt.
Und weil da auch gerade gefragt wird, das Webinar wird aufgezeichnet und ist dann auf dem JFD YouTube-Channel ganz einfach zu finden. Und wenn wir schon bei den ganzen Formalien gewissermaßen sind, natürlich die letzte Formalie noch, der Risk-Disclaimer. Also wir reden wieder explizit über Trading-Strategien, wirklich sehr explizit wieder heute. Und wer Dinge aus dem Webinar anwendet, tut das natürlich auf eigene Verantwortung und im eigenen Namen. Das wie immer. Ihr wisst es. Einmal soll es natürlich gesagt sein. Im Genauen, wir werden auch heute nochmal wieder den Friday Gold Rush hier zum Ausgang nehmen und heute auch dann mal tatsächlich explizit nachher auch ableiten. Dass ich jetzt hier hinter noch einen Namen geschrieben habe, André Stagge, der André ist zwar natürlich nicht wirklich der Erfinder des Friday Gold Rush, aber er hat ihn einfach sehr schön auf seiner Internetseite auch beschrieben. Von daher will ich ihn hier auch erwähnen. Es gilt halt so in Summe bei Trading-Strategien so wirklich neu. Nee, es geht eigentlich um die exakte Umsetzung und darum kümmern wir uns natürlich auch heute. Friday Gold Rush sagt natürlich was ganz Einfaches, einfach, ja, am Freitag sollte der Goldpreis tendenziell nach oben gehen. Werden wir uns nachher nochmal angucken. Wir werden dann mal tatsächlich heute eine kleine Excel-Übung machen. Ich will wirklich mal ein Excel-Sheet nackig entstehen lassen, also wirklich von leerem Sheet bis hin zu der Day-Week-Statistik. Oh Gott, die ist natürlich grottenfalsch geschrieben, das wollen wir mal gleich auch ändern. Das mal kurz hier machen. Ihr werdet sehen, das ist eine Sache nur von 2, 3 Minuten und schon steht das ganze Gerüst für eine Day-of-Week-Statistik. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie schnell das geht. Und dann wollen wir natürlich daraus wieder eine komplette Trading-Strategie machen. Und wenn wir über eine Trading-Strategie reden, in meinem Sinne, dann braucht sie natürlich einen Stop-Loss. Und wir werden in Summe uns dann kümmern um die Wochentage, Long oder Short traden. Und wir werden auch hier heute wieder ein EMA noch zusätzlich als Filter mit einbauen. Und da wir natürlich nicht alles nachher in Excel hier durch den ganzen Forex-Raum machen werden, stelle ich euch wieder auch ein ganzes Portfolio von dieser Strategie vor, also mit zahlreichen Underlyings, die dann nicht alle in einzelnen Excel-Sheets abgebildet sind. Ihr wisst, ich mache das in C-Programmen und lasse da auch die Optimierung passieren. Aber also auch heute wieder, ihr kriegt wieder komplett die Parameter für alle möglichen Underlyings. Also gibt wieder auch einen Haufen für euch nachzuarbeiten oder auch anzuwenden, ganz wie ihr wollt. Okay, der Friday Gold Rush. Freitags wird einfach Gold long getradet. Das ist die zentrale Aussage. Und ich habe auch nochmal hier den Beitrag vom André genauer aufgeschrieben. Und was wir einfach dann hier sehen, das ist die blaue Kurve. Wenn man einfach freitags Gold tradet und er macht nachher noch im Detail ein bisschen noch auch anders, wer auf seiner Internetseite schreibt, allerdings ohne Stop-Loss, dann bekommt man die blaue Kurve als Equity heraus. Ja, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Was steckt da eigentlich irgendwo hinter? Dahinter steht natürlich ein Wahrscheinlichkeitsvorteil. Das ist ja genau das, was wir für unser Traden brauchen. Heißt zwar noch nicht zwangsläufig, werden wir aber nachher noch sehen, dass ein Wahrscheinlichkeitsvorteil noch nicht zwangsläufig ausreicht, um auch einen Gewinnvorteil zu kriegen. Wesentlicher Grund dafür sind die Gebühren und die Spreads. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig so, dass ein Wahrscheinlichkeitsvorteil schon ausreicht für profitable Trades. Aber hier bei dem Freitag wird er definitiv ausreichen. Und diese Wahrscheinlichkeitsvorteile bilden ein zentrales Element. Das kennt ihr durch meine ganzen Webinare. Das ist das, was wir wirklich brauchen, um erfolgreich am Markt auch agieren zu können. Und das ist halt auch hier die zentrale Aussage. Es war nicht ganz immer so, erst so ab dem Jahr 2000, davor 10 Jahre lang sozusagen nichts, aber dann hat es durchaus funktioniert, aber auch natürlich mit deutlichen Drawdowns. Aber das ist die ganze Grundidee. Mir reicht das natürlich nicht, einfach hier die Idee zu präsentieren, zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Strategie, nämlich wir gehen freitags long. Ich will aber noch mal kurz zeigen, wie man eigentlich darauf kommt. Und das will ich auch gleich hier mal kurz auch vorführen, komplett im Excel. Okay, wie gehen wir eigentlich vor? Als erstes, wir brauchen Daten.
Und zwar jetzt hier Tagesdaten. Bietet sich an, Yahoo Finance, Dukas Copy oder Stock.com. Die werden wirklich so geschrieben, wie es da steht. Das ist ein polnischer Datenanbieter. Und den werde ich auch gleich kurz nutzen, weil das immer am schnellsten geht. Ein kleiner Hinweis für Leute, die bei Dukas Copy auf die Tagesdaten zugreifen. Mal ganz genau gucken, mal sowas runterladen und dann gucken, wo die Wochenenden sind, also wo keine Bewegung ist. Dann werdet ihr feststellen, ihr müsst alles um einen Tag verschieben. Das liegt daran, weil die Zeit von denen anders geht. Also das Datum ist immer auf dem Vortag, also vom 21 Uhr. Und da nützt auch nichts, die lokale Zeit einstellen, sondern nur das mal als Hinweis, wer da Tagesdaten nimmt, muss das Datum gewissermaßen plus eins rechnen, um dann wieder konform zu sein. Ohnehin, wenn immer Kursdaten, immer auch Vergleiche machen, Quer-Checks, wie zum Beispiel gucken, wird da getradet, wann wird nicht getradet und ist das wirklich das Wochenende. Was wir jetzt machen wollen, ist dann einfach und schnell herausarbeiten, ob ein bestimmter Wochentag eine bestimmte Vorzugsrichtung hat. Und das geht in der Tat dann ziemlich einfach. Und das machen wir mal im Schnelldurchlauf. Das heißt, wir nehmen uns zunächst ein Excel-Sheet, also aber natürlich, jetzt habe ich ja gesagt, ich will ein leeres, also hier haben wir unser leeres Excel-Sheet. Und jetzt brauchen wir als erstes Kursdaten. Geht auch wahnsinnig schnell. Ich bin jetzt hier auf der Seite Stock. Also was will ich? XAU USD. Also das ist genau Gold. Wenn ich das anklicke, seht ihr, kann ich prinzipiell sogar Daten ab 1793 haben. Ich beschränke mich jetzt auch mal ab im Jahr 2000 und gehe da auf den Januar. Sag einmal Show Data und dann kann ich das sagen als Download. Und dann habe ich die Daten sogar schon fertig. So, wenn die Daten runtergeladen haben, dann sind sie ja hier in meinem Download-Ordner. Und der Riesenvorteil wiederum, ihr seht mal wieder, dass ich gar nicht wirklich Excel benutze, sondern LibreOffice, weil der Datenimport da einfach eleganter ist. Wenn man einmal die Einstellungen für sich so gefunden hat und die heißen Französisch, Schweiz, dann geht danach alles von selbst, egal wie das Datum formatiert ist, egal ob Punkte oder Kommata in den Zahlen drin sind, dann macht er alles immer bestens und richtig und interpretiert sämtliche Zahlen richtig. Und dann haben wir sie schon hier auch bei uns im Excel drin. Da haben wir schon unsere Kursdaten. Okay, machen wir es ein bisschen größer. Noch geht's. Kleiner Quercheck, die Daten einmal kurz anzeigen, ob das denn so ungefähr so aussieht, wie wir das so typischerweise von Gold erwarten und kennen. Ja, ist in der Tat der Fall. Sieht schon mal ganz vernünftig aus. So weit, so gut. Da sind die Daten. Der nächste ist natürlich, dass wir den Day of Week brauchen. Wir müssen wissen, welcher Wochentag ist denn hier dieser 3.1.2000. Das Schöne in Excel ist, da gibt es einfach einen Befehl. Der heißt Weekday und den wenden wir aufs Datum an. Und dann seht ihr, kommen hier so Zahlen. Und die Zahlen, wie man jetzt hier unschwer erkennt, starten zwei bei 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann kann man schon erahnen, welcher Tag welcher ist. Also offensichtlich ist die 2 der Montag und die 6 der Freitag. Das ist ein bisschen komisch in Excel, weil normalerweise nennt man Montag die 1, aber soll uns ja egal sein. Das ist also, jetzt haben wir schon mal jeden einzelnen, also Wochentag auch mit einer Zahl hier hinterlegt. Dann wollen wir natürlich den Change an dem entsprechenden Tag haben. Wenn ich jetzt sage einfach den Change, dann meine ich die prozentuale Veränderung von Close minus Open dividiert durch Open. Das ist ja dann die Veränderung, die an diesem Tag passiert. Okay, da haben wir sie. Erster Tag 0,3% nach oben, zweiter Tag 1,5% nach unten. Warum mache ich genau Close im Verhältnis zu Open? Ja, das bildet ja auch nachher den Trade ab. Also es bildet ja praktisch den Tag ab. Fiktiv denke ich mir, okay, ich mache zum Open einen Trade auf und zum Close mache ich den Trade zu. Und dann habe ich hier die prozentuale Veränderung. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auffiltern nach den einzelnen Wochentagen. Und dann mache ich mir hier oben einfach eine 2, 3, 4, 5,
6 hin. Das sind ja genau die Wochentage, also die 2 steht für den Montag. Und jetzt mache ich einfach nur den Vergleich. Wenn der Wochentag genau der ist, na, prima, dann ist das mein Change und ansonsten ist es eine Null. Soweit, so gut. Jetzt will ich das ja gleich hin und her kopieren. Dazu muss ich noch die Zellen fixieren, nämlich sowohl das F, damit das hier ja nicht woanders hinrutscht. Und deswegen muss da ein Dollar vor und oben vor die H1 genauso. Und dann habe ich das überall. Ihr seht, wenn ich das jetzt hier hinkopiere, passiert alles richtig. Und wenn ich das jetzt mal eine Zeile weiter runter, passiert nicht mehr das Richtige. Okay, wo war der Fehler? Beim G hatte ich einen Fehler. Da muss natürlich auch noch ein Dollarzeichen vor. Okay, das hier hinkopiert und dann hier seht ihr, jetzt haben wir sofort auch richtig. Das ist prima. Also können wir auch das komplett runter. Jetzt haben wir überall das aufgesplittet nach den Wochentagen. Naja, jetzt machen wir einfach daraus noch Equities. Das heißt, wir machen einfach das Ganze nochmal. Und gehen jetzt hin und summieren das, sodass wir anschließend eine quasi Pseudo-Equity haben aus pro Wochentag. Wie sind die Summe aller Änderungen? Beim ersten Mal können wir noch nichts summieren, also ziehen wir das einfach so rüber. Und beim nächsten müssen wir jetzt immer drauf addieren. Also der von jetzt plus den wir schon haben. Und dann haben wir es schon. Und fertig ist die Equity. Also gewissermaßen die Summe aller prozentualen Änderungen pro Wochentag. Nochmal, 2 ist Montag und 6 ist dann der Freitag. Na, jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich angucken. Und gucken wir mal, dass wir daraus eine Grafik machen. Und dann sollten wir auch schon gleich erkennen, dass wir montags am besten long gehen. Soweit das. Und jetzt sagen wir eben noch, dass die erste Reihe der Label ist. Und jetzt ziehe ich das auch mal in die Bildmitte. Und schon sind wir fertig. Das war's. Keine 5 Minuten oder ungefähr 5 Minuten sogar im Webinar mit erklären. Und fertig ist eine grundsätzliche Auswertung. Gibt es einen Wochentagsvorzugsrichtung für ein bestimmtes Underlying? Warum sage ich fertig und hier steht schon alles? Gucken wir uns das einfach mal genauer an. Wenn wir jetzt hier sehen, dass diese, nehmen wir mal die Farbe braun, dass diese braune Kurve sukzessive einfach nach Norden geht, na, dann ist das ja genau die Aussage, die wir haben wollen. Hier ist die Summe der prozentualen Änderungen über alle Freitage, denn das sind alle Freitage, führt zu einer Kurve, die nach oben geht. Ja, das ist genau die Aussage. Freitag sollte man long traden. Genau die wollten wir haben. Man kann jetzt gleich noch die nächste Aussage versuchen, hier schon mal zu machen. Ihr seht, dass für den Montag, das ist die 2, das ist die blaue Kurve hier, geht die Kurve tendenziell systematisch nach Süden. Das wäre zwar für eine normale Equity sicherlich nicht das, was wir in unserem Konto sehen wollen. Für den sogenannten statistischen Edge, also den Bias, den Wahrscheinlichkeitsvorteil, ist das durchaus eine schöne Aussage. Wir können ja nachher beim Traden einfach das Vorzeichen umdrehen. Hier steht eigentlich, montags ist ein Short-Tag, weil die Kurve geht ja nach Süden. Die Summe der prozentualen Änderung aller Montage geht nach Süden. Ist also negativ. Das kann man beim Traden natürlich leicht umdrehen, das Vorzeichen, indem man dann einfach einen Long Trade machen. Und die anderen Wochentage, ja, keine Vorzugsrichtung, würde ich nichts drauf geben. Und das ist dann schon, so kommen wir zu Aussagen von statistischen Vorteilen. Die Freitags Gold Long sticht hier wirklich raus. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir werden nicht immer einen Wahrscheinlichkeitsvorteil auch in einen Gewinnvorteil ummünzen können. Und in der Tat, ich sage das bewusst auch hier schon, so schön die blaue auch nach Süden geht, wird sich herausstellen, es reicht nicht. Es reicht nicht, nach Spread noch wieder profitabel zu werden. Also die
Trades dann so stur, wie ich sie jetzt hier gerade meine, und so stur heißt zum Open Einstieg, dann zum Close Ausstieg. Mehr tun wir hier nicht. Das reicht in der Tat nicht. Warum verweile ich hier gerade ein bisschen länger? Solche statistischen Vorteile lassen sich natürlich dann weiter nutzen. Je nachdem, was für einen Trading-Stil ihr genau betreibt, kann man natürlich nachher gucken, dass man das hier systematisch umsetzt. Das machen wir auch heute noch hier im Webinar, wie man das zu einer systematischen Trading-Strategie weiterentwickelt. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch einfach nur das Hintergrundwissen zu haben. Und wer dann diskretionär, also sprich vielleicht aus dem Chart oder mit irgendwelchen Ansätzen auch immer, intraday traden will, kann das hier als Vorzugsrichtung dann benutzen. Soll heißen, wer dann sich freitags den Goldchart anguckt und nach einem Trade sucht, könnte zum Beispiel sagen, nee, also Short Trades, no way, mache ich nicht. Ich will dann diesen Vorteil auf meiner Seite haben, also als sozusagen Grundbias, als so ein Drift, der da schon mal drin ist. Das heißt, ich würde dann sagen, nee, freitags suche ich, wenn ich nach einer Trading-Gelegenheit suche am Freitag auf dem Goldchart, dann suche ich halt einen Long und lass einfach die Shorts beiseite. Und dafür kann das schon sehr viel helfen. Wenn man dann einmal so ein Excel-Sheet hat, hat man wahnsinnig viel gekonnt. Ich will, auch wenn das Webinar Forex heißt, ich will ein Beispiel mal hier kurz zeigen. Wir gehen einfach nochmal eben auf die Kursdaten und sagen, wir suchen den Eurobond Future. Dass ich jetzt hier auswendig das Kürzel bei denen weiß, aber ihr könnt auch nachher nach Eurobond Future suchen, dann ginge das genauso. Also wir nehmen mal einfach den Eurobond Future und machen da das Gleiche, gehen auch wieder auf 2000 und da dann auf den Januar. Also für die Werbung, die jetzt hier gerade eingeblendet wird, kann ich natürlich nichts. Logisch. Aber es ist, wie es ist. So. Dann laden wir mal eben die Daten runter. Von irgendwas müssen hier diese Webseitenbetreiber auch leben. Also geben wir auch noch auf die Werbung. Zwar nicht ein, aber nehmen Sie mal einfach mit. Daten runtergeladen, hier wieder in Excel. Und jetzt habe ich es ja einfach. Das Excel-Sheet ist schon fertig. Also brauche ich nur noch die Daten dahin kopieren. Und dann mache ich das einfach. Und fertig ist gleich die nächste statistische Aussage. Noch nicht ganz, wie ihr seht, oh, hier unten der Chart sagt mir, oh, noch nicht ganz sauber. Also wir springen mal nach unten, da ist was in den Kursdaten. Es liegt einfach daran, hier vom Gold gibt es ein paar mehr Tage, ein paar mehr Handelstage als vom Eurobond Future. Also nehmen wir einfach unten alles weg und sind schon wieder fertig. Und schon sind wir bei unserer nächsten Auswertung, die wir machen könnten. Jetzt haben wir einen Eurobond Future. Und der hat auch was Lustiges, nämlich montags Long. Nicht ganz so schön wie gerade das Gold Freitags Long. Hier wäre Montag ein tendenzieller Tag für Long. Auch interessant. Okay. Ich werde gerade mal gefragt, hallo, gilt die Berechnungstabelle für andere Assets auch, also wie bei Öl oder sonst? Also ein Beispiel habe ich gerade gezeigt und weil jetzt hier gerade nochmal Öl gefragt wurde, gucken wir uns das nämlich auch nochmal an, weil es geht halt so einfach und schnell. Also Öl, nehmen wir Brent und dann haben wir auch da das in 0, nix. Wir könnten auch hier die Kursdatenhistorie bis auf 83 zurückgehen, aber ich bleibe mal meiner Linie treu und gehe wieder nur ab 2000. Hat schon reagiert. Ich hoffe. Und dann laden wir die eben runter. Und dann können wir auch, so wie gerade gewünscht, uns eben nochmal Öl angucken. Ups, nehmen wir die Daten und kopieren sie einfach wieder hier in unser Excel-Sheet. Und dann haben wir diesmal Öl. So, ich gucke mal eben unten, ob hier, ja, man könnte hier noch ein bisschen weitergehen mit den Daten. Okay, aber ist egal. Ich klebe die noch eben dran. Und
Schwupps, sind wir beim Öl. Und Öl ist in der Tat auch ein statistisch sehr schön auswertbares Underlying. Hier würde gelten, montags Short. Wie man hier der blauen Kurve unschwer sehen kann, weil die Summe aller prozentualen Änderungen an den Montagen weist stetig nach Süden, wäre also ein schöner Short-Kandidat für den Montag. Und genauso erstmal auch ein schöner Long-Kandidat wäre diesmal hier der Donnerstag. Also, ihr seht, in wirklich ziemlicher Geschwindigkeit können wir hier solche grundsätzlichen Aussagen treffen und das wirklich ganz, ganz einfach. Das war jetzt nur die Ableitung des Wahrscheinlichkeitsvorteils. Das ist natürlich noch nicht eine Trading-Strategie, weil mindestens ein Stop-Loss hatten wir schon mal nicht drin. Und ich will es aber gleich ganz allgemein sagen, was wir hier eigentlich tun können. Nämlich, was wir tun, ist, ja, wir untersuchen einfach nachher separat Strategien für die einzelnen Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und wir untersuchen dann zum Beispiel separat, ob es sich lohnt, Long oder Short zu gehen. Also jetzt ohne dieses Vorwissen, was wir jetzt für ein paar Underlyings gerade schon herausgearbeitet haben, ist das ja erstmal noch offen. Wir können ja sagen, an dem Tag gehen wir jetzt Long oder wir gehen an dem Short. Wird also nachher einfach einstellbar sein. Und ich will schon hier gleich die anderen Freiheitsgrade mit einbauen. Wir werden nachher noch ein EMA mit einbauen, nämlich so nach dem Motto, vielleicht sollten wir ja nicht unbedingt immer traden, also immer freitags. Vielleicht sollten wir ja nur dann freitags long gehen, nur mal so als Grundthese, wenn vielleicht der Preis am Open auch noch oberhalb vom EMA ist und nicht unterhalb. Oder vielleicht auch genau umgekehrt, wenn wir auch einstellbar machen. Das heißt, so ein EMA noch so als zusätzlichen Filter, um für so eine sture Long-Strategie vielleicht dann doch zu sagen, ja, nicht ganz immer. So auch vor allen Dingen, wenn das vielleicht auch gegen das Bauchgefühl immer mehr wird, wenn der Preis immer abstürzt und dann soll man hier stur plötzlich Long gehen, könnte ja vielleicht auch noch weitere Komplikationen mehr psychologischer Natur verursachen. Definitiv brauchen wir natürlich einen Stop-Loss. Kein Trade ohne Stop-Loss. Und das Excel-Sheet, was wir gleich haben werden, sieht sogar vor, dass wir auch noch einen Take-Profit mit einbauen können. Ich werde ihn allerdings nicht benutzen. Sondern ich sage einfach, okay, der Trade startet um Mitternacht, endet, wenn der Tag vorbei ist. Und der Trade kann eigentlich nur aus zwei Gründen beendet werden. Der eine, Trade läuft in Stop-Loss, okay. Oder er wird halt vor Mitternacht beendet. Ende. Ich halte das jetzt bewusst simpel, um auch nicht noch weitere Freiheitsgrade dann zu haben. Und das ist schon die ganze Vorgehensweise. Gucken wir uns das mal an. Wo habe ich mein Gold? Da. Hier schon gleich das komplette Excel-Sheet. Natürlich gucken wir hier gleich, wie immer alle, auf die Equity-Kurve. Das ist jetzt eine echte Equity-Kurve mit Spread schon drin und allem Schnickschnack. Es ist die Freitags-Equity-Kurve mit einem bestimmten EMA und über die anderen Parameter werden wir gleich noch gucken, was hier alles so gelb markiert ist. Ich will wie immer ganz kurz auch nur so grundsätzlich sagen, wie das Excel-Sheet funktioniert. Hier werden in diesem Excel-Sheet Trades in R nachher abgerechnet, also in Einheiten des Risikos. Also wenn mein Stop-Loss, wie jetzt hier nachher 1,2% entfernt ist und der Kurs dann genau dahin geht, dann verliere ich minus ein R. Plus nachher noch ein Spread. Lassen wir mal kurz beiseite. Das ist dann immer ein R. Wenn ich das, die Entfernung des Stop-Losses bildet sozusagen die Maßeinheit. Und deswegen alle Trades in R. Wenn ihr nachher hier sowas seht, wie die Strategie hat 47 R verdient, dann könnt ihr das gerne auch in Euro umrechnen, indem ihr einfach sagt, okay, ich bin bereit, pro Trade 100 Euro zu riskieren. Dann sind 47 R ganz einfach 4.700 Euro. Also ihr könnt einfach dieses Risiko eures Trades damit multiplizieren und schon habt ihr auch nachher Equities einfach in Euro.
Grundsätzlich seht, also der ein oder andere, der schon häufiger bei mir in Webinaren war, weiß, dass ich hier immer so eine Art Zusammenfassungstabelle habe mit der Anzahl der Tage, mit den Anzahl der Tagen, die Strategie gelaufen ist, Summe in R, also der Gesamtprofit. Dann rechnen wir sowas wie die Steigung davon, den maximalen Drawdown als wichtige Kennziffer. Und dann fangen wir an, das Ganze noch durcheinander zu dividieren. Und wir wollen nachher diese Zahlen, deswegen steht daneben auch schon minimieren, die wollen wir möglichst klein machen, weil je kleiner, desto besser. Das ist das, was wir uns auch hier nachher vornehmen. Und dann gibt es noch ein paar andere statistische Auswertungen, sowas wie Winweight, die, wie ich immer wieder sage, nicht wirklich aussagekräftig ist, sondern einfach nur sagt, wie viel Prozent der Trades waren Winner-Trades und wie viele waren Loser-Trades. Das sagt nichts über die Profitabilität einer Strategie aus. Im Excel-Sheet selbst machen wir natürlich praktisch alles so ähnlich wie gerade. Nämlich, wir berechnen bitte den Day of Week. Wir wollen nachher noch ein EMA anwenden. Dann fragen wir, ob wir oberhalb oder unterhalb des EMAs sind. Da geht es immer um den, ich vergleiche, deswegen klicke ich das mal an, den Open eines neuen Tages mit dem EMA des Vortages, weil nur den kenne ich. Also zum Open kenne ich natürlich noch nicht den EMA vom Close-Kurs des laufenden Tages. Wenn ich das wüsste, hätte ich es hier noch viel einfacher. Deswegen der Vergleich zum EMA des Vortages. Naja, und dann fragen wir halt, ob wir so einen Trade starten sollen und, und. Wir berechnen den Stop-Loss, den Take-Profit, fragen, ob der irgendwann erreicht wird. Aha, ob der irgendwann erreicht wird. Hier gilt, auch wenn man jetzt den Take-Profit wirklich aktiviert und sagt, das ist auch ein mögliches Trade-Ende. Kleiner Hinweis dazu. Wir starten den Trade zum Open dieser Kerze. Wir haben hier in den Kursdaten natürlich nur D1-Daten. Das heißt, wir haben diese vier Zahlen: Open, High, Low, Close. Wenn wir einen seriösen Take-Profit haben, sagen wir mal, Stop-Loss ist 1% entfernt und Take-Profit ist 2% entfernt, dann ist es natürlich prinzipiell möglich, dass dieser Tag beides berührt, also beides durchkreuzt, sowohl den Stop-Loss als auch den Take-Profit. Dann wissen wir natürlich nicht, welche zuerst. Das kann man der Kerze ja nicht ansehen. Dann geht dieses Excel-Sheet hin und macht wie immer Worst-Case-Prinzip und geht davon aus, dass der Stop-Loss zuerst getroffen wird. Also wir wollen uns nicht gut rechnen. Wir rechnen uns im Zweifelsfall also einen Ticken zu schlecht. Aber lieber, wir rechnen uns zu schlecht und sind nachher real besser als umgekehrt. Also ist Worst-Case-Prinzip. Trade wird ansonsten genau immer innerhalb einer Zeile dann abgebildet und ja, kommt zu Ende. Und was wir jetzt natürlich machen können, ist, wir können natürlich hier unterschiedliche Wochentage abfragen. Ich will einfach nur ein paar Sachen hier mal vorführen. Also wir können natürlich auch sagen, okay, nicht der Wochentag 6, 6 ist der Freitag, sondern wir gehen auf den Vierer. Und schon haben wir eine, weiß Gott, nicht mehr so schöne Equity. Oder wir gucken uns mal die 2 an. Na, das klingt schon wieder ein bisschen vertrauter. Also, ihr erinnert euch, 2 war der Montag. Der sollte ja auch tendenziell nach Süden gehen. Okay, wenn der tendenziell nach Süden geht, dann sollten wir also nicht long traden, sondern wir sollten immer short traden. Und dafür haben wir das nächste gelbe Feld hier, nämlich die minus 1. Sobald ich bei Long Short minus 1 eintrage, dann werden immer nur Short Trades gemacht. Ihr seht schon, die Equity-Kurve ist nicht jetzt gerade das, was wir in unserem Konto haben wollen. Ein Grund dafür ist der Spread. Ich schalte den Spread mal kurz aus. Jetzt wird es schon wieder besser. Aber das kann ich natürlich nicht real machen. Wir alle wissen, wir haben nun mal den Spread auch zu bezahlen. Also gucken wir uns das mal erstmal so nicht an. Ich gehe mal wieder zurück auf, das hier ist dann der Donnerstag, der durchaus so zu traden wäre. Und, ah nee, warte mal, der Donnerstag, aber jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Der Donnerstag wäre also ein interessanter Short-Kandidat. Hier wird die Equity-Kurve wieder schön geht nach Norden. Soweit, so gut. Gehen wir nochmal kurz auf unseren Freitag und den werden wir natürlich long traden. Wie geht man jetzt vor? Wir können natürlich zunächst mal auch den Stop-Loss hier verändern und dann gucken, ob die Equity-Kurve besser wird oder schlechter. 1,2 und
Wahrscheinlich, die meisten gucken jetzt immer auf die Equity-Kurve und haben auch gesehen, dass die Equity-Kurve irgendwie schöner aussah, wenn ich jetzt den Stop-Loss auf 1% herabsenke. Ich bin da immer ein bisschen sturer. Ich gucke immer auf diese eine Zahl und wenn die kleiner wird, dann bin ich glücklich. Und sie wird auch kleiner. So haben wir also noch ein bisschen mehr rausgeholt aus unserer Strategie. Und da wird es schon wieder langsam ein bisschen schlechter. Ihr seht, ihr habt die Möglichkeit, mit dem Excel-Sheet jetzt eure Strategie auszuformulieren. Und jetzt ist hier allerdings natürlich auch noch ein EMA drin. Was meine ich mit dem EMA? Dazu noch mal kurz auf eine Folie. Wo sind sie denn? Und zwar, ich will den EMA einfach noch mit einbauen. Der eröffnet mir allerdings dann gleich wieder neue Möglichkeiten. Deswegen will ich das auch mit vorstellen. So intuitiv würden wir ja sagen, ich gehe nur dann Long Trades ein, zum Beispiel wenn der Kurs oberhalb des EMAs ist. So, das ist so die Ad-hoc-Denke, kann ich verstehen, würde ich auch sagen. Weil dann gehen wir sowieso schon prinzipiell nach Norden und bestens. Aber es muss natürlich nicht so nicht sein. Wir müssen ja nicht so traden. Könnte ja auch sein, dass es vielleicht besser ist, genau andersrum zu traden. Also das nenne ich jetzt hier einfach Reversal. Das heißt, wenn jetzt der Kurs oberhalb vom EMA ist und wir eigentlich, also Long Trades machen wollen, dass wir das genau umdrehen und deswegen dann dieses Reversal Flag setzen. Was dann bedeutet, wenn der, wenn das Reversal Flag gesetzt ist, dann würden wir nur dann Long Trades eingehen. Jetzt sind wir hier in der vierten Zeile, da wo mein Cursor steht, wenn der Kurs unterhalb des EMAs ist. Und das meine ich mit Reversal. Das heißt, deswegen entstehen hier immer diese acht Möglichkeiten. Wir können Long und Short gehen. Unser Reversal Flag kann 1 oder minus 1 sein. Und dann entstehen die acht Möglichkeiten. Wenn das Reversal Flag zum Beispiel 1 ist und wir Long Trades untersuchen wollen, würden wir halt nicht traden, wenn wir unterhalb vom EMA sind. Das wäre ja auch wieder unsere Intuition. Nämlich zu sagen, nö, also wir wollen Long Trades eingehen, aber der Open ist jetzt unterhalb vom EMA, dann traden wir halt nicht. Und das ist auch schon so im Excel-Sheet genau hinterlegt. Wenn wir dann das andersrum haben wollen, dann setzen wir das Reversal Flag auf minus 1. Und das ist auch schon längst hier im Excel-Sheet mit abgebildet. Das heißt, wir haben hier sowohl die Möglichkeit, die Long- und die Short-Seite zu machen. Wir können dann sagen, okay, Reversal auf minus 1. Das wäre also, jetzt würden wir Long Trades eingehen, immer dann, wenn wir genau unterhalb vom EMA sind. Was in der Tat jetzt hier sich nicht als so positiv herausstellt. Okay, also gehe ich mal wieder aufs alte Reversal Flag. Ich habe der Vollständigkeit halber das Excel-Sheet auch noch mit einem ein- und ausschaltbaren EMA versehen, um so ein bisschen die freitags ursprünglich Long-Strategie, egal von wo der EMA liegt, ebenfalls. Das heißt einfach hier oben, wenn ich da eine 0 einstelle, dann wird der EMA nicht berücksichtigt. Ich sehe, ich könnte jetzt hier auch die EMA-Periode auf irgendwas anderes stellen. Die Equity-Kurve ändert sich nicht. Und das wäre die reine Equity-Kurve für die Freitags-Long-Strategie, die keine EMA berücksichtigt, sondern stur jeden Freitag einen Long-Trade macht. Ihr seht, die sieht jetzt nicht mehr so genauso schön aus, wie als wir vorhin noch die reine statistische Untersuchung gemacht haben. Was sind jetzt die zwei Unterschiede? Das eine ist, natürlich ist hier der Spread mit drin und ihr seht, wie viel der ausmacht. Das ist eine ganz schöne Änderung, ob ich den Spread mit berücksichtige oder nicht. Das ist das eine. Und zum anderen hatten wir in der ursprünglichen reinen Wahrscheinlichkeitsvorteilsbetrachtung de facto ja gar keinen Stop-Loss drin. Ich mache das jetzt hier mal auch, indem ich mein Stop-Loss einfach unwahrscheinlich groß mache.
So, jetzt ist er, ich sehe immer, wie hier steht, wie oft der Stop-Loss erreicht wurde. Jetzt, wenn ich den Stop-Loss 10% weglege, wird er auch in der Tat nie erreicht. Und jetzt sieht die Kurve schon wieder deutlich so aus, wie ursprünglich mal die reine Wahrscheinlichkeitskurve. Allerdings ist dafür auch der Gewinn in R jetzt nur noch 12. Deswegen, wir haben halt schon auch was gekonnt. Wenn wir also hier einen Stop-Loss von 1% nehmen, jetzt sind wir immerhin bei 90R, und nicht mehr 12R. Und natürlich sind wir jetzt auch in der Lage, noch den Spread noch ein bisschen mit zu verkraften. Dann bleiben nur 60R als Gewinn hier übrig. Ein schönes Beispiel also nochmal für die Varianten, dass man Wahrscheinlichkeitsvorteile nicht immer automatisch auch in Gewinnvorteilen sieht. Okay. Warum werden nur EMA und Stop-Loss als Freiheitsgrade angeführt? Die Wochentage und Trade-Richtung sind doch auch Freiheitsgrade. Gute Frage. Ich trenne da trotzdem zwischen. Warum trenne ich dazwischen? Auf der Folie hatte ich da gerade ja zwischen getrennt. Die eine Sache, nämlich Long, beziehungsweise welcher Wochentag, die gebe ich ja einfach vor. Also danach ändere ich die nicht. Also die, wie soll ich jetzt sagen, das ist dann, ich würde das nicht Freiheitsgrad nennen, sondern das ist dann nochmal eine Variation nur noch. Natürlich gucke ich nachher auch, wo sind die besten Ergebnisse. Deswegen ist jetzt die Grenze, ob man das Freiheitsgrad nennt oder nicht, sicherlich irgendwo fließend. Aber beim EMA gehe ich natürlich alle möglichen Werte durch oder Stop-Loss gehe ich alle möglichen Werte durch. Bei den Wochentagen, naja gut, ich kann nur meine 5 Wochentage durchgehen und mehr habe ich nicht. Und bei meiner Trade-Richtung kann ich auch nur Long oder Short sagen und mehr nicht. Also von daher nenne ich die nicht so wirklich Freiheitsgrade. Wie berechnen Sie eine Positionsgröße, werde ich gerade gefragt. Guter Punkt. Wenn ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, Stop-Loss ist jetzt 1%, und ich will mein Risiko, meinetwegen 100 € pro Trade eingehen, dann sind die zwei Zahlen die Zahlen, die die Positionsgröße für das jeweilige Underlying, weil die Berechnung, die dann folgt, die kann bei jedem Underlying anders sein. Die zwei Zahlen legen dann nachher die Lot Size fest. Mal nur auf die Schnelle, wie es beim Gold wäre. Da wäre es noch relativ einfach. Goldpreis im Moment, ich weiß gar nicht, wo der genau steht, 1200. So 1% davon sind 12. Und wenn jetzt, ich mache mal eben aus meinen 100 €, die ich eigentlich einsetzen will, 100 $. Ich könnte natürlich jetzt vorher noch meine Euro in Dollar umrechnen, dann wäre es etwas einfacher. Aber sagen wir einfach, ich will 100 $ einsetzen. Dann würde ich jetzt meine 100 $ durch die 12 dividieren. Da käme so ungefähr 6 raus. Oder 7. Nee, 8, 8. Das sind ungefähr 8. Also wäre mein Trade mit 0,08 Lot. Das wäre jetzt mal nur auf die Schnelle die Lot-Size-Berechnung für Gold. Ich kann das gerne auf meinem Webinar nochmal aufnehmen. Da kann man ein kleines Excel-Sheet mal für entworfen, um dann wirklich immer ganz sauber die Positionsgrößen auch auszurechnen. Für alle möglichen Underlyings. Stelle ich dann mal in einem nächsten Webinar auch mal wieder vor. Jetzt sind wir hier sozusagen schon fertig. Fertig im Sinne von, ich übergebe es an euch. Ihr könnt jetzt selber auch eure Strategien optimieren und fragen, ist denn hier der EMA 9 besser oder gehe ich auf 12? Vorher sollte ich natürlich auch noch den EMA wieder einschalten. So, und ist ein 12er, 9er, ein 8er. Und dann, wie immer, gucken, es sollte sich auch nicht zu stark ändern. Benachbarte EMAs sollten nicht zu total anderen Equity-Kurven führen. Gut ist, es funktioniert. Ihr habt auch die Möglichkeit. Ich gebe euch nachher noch einen ganzen Parametersatz für viele, viele Underlyings. Keine Sorge. Dass es aber prinzipiell funktioniert, will ich einmal an dem Excel-Sheet zeigen und euch hier immer einladen, macht es aber selbst. Weil das gibt auch Vertrauen nachher in die Trades, die ihr in Zukunft dann real und live machen wollt. Deswegen nicht zwangsläufig nur blind hören auf, was wer auch immer erzählt, sondern auch mal selber mit an die Daten gehen. Ich will euch nur zwei Beispiele noch zeigen, mal für was anderes. Hier wäre jetzt mal
Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar. Am Montag mit dem EMA von 24 nur Short Trades. Und wir würden die Short Trades nur eingehen, wenn der Kurs oberhalb vom EMA ist. Wie komme ich zu der Aussage? Reversal ist minus 1. Nur dann. Wir würden also wieder zurück zum EMA traden. Das wäre, hier kommt automatisch sowas, also jetzt, das ist quasi so ein Nebenprodukt. Das ist das, was man sonst eigentlich eine Mean Reversion Strategie nennen würde. Zurück zum EMA, und funktioniert Euro-US-Dollar montags. So schnell und einfach kann man das machen. Wer jetzt Excel-Liebhaber ist, hat auch noch einen weiteren Vorteil, wenn wir das Ganze nachher in Excel machen. Ihr könnt dann auch hingehen, ihr stellt einmal ein, macht Long meinetwegen auf 1 oder minus 1, Reversal auf 1 oder minus 1 und ihr nutzt dann diesen Solver, den automatischen Optimierer von Excel, um dann, jetzt habt ihr nämlich nur noch verbleibend zwei Freiheitsgrade, den EMA und den Stop-Loss. That's it. Und lasst automatisch euch selber eine optimale Lösung produzieren. Noch ein anderes Beispiel, wenn wir mal ein bisschen exotisch hier werden, kanadischer Dollar, Schweizer Franken. Schöne Equity-Kurve, ebenfalls super tradebar. Stop-Loss knapp 1%, EMA 13, ebenfalls eine Montagsstrategie und das ist eine Long-Strategie, aber auch mit Reversal. Das heißt, wir würden nur dann die Long-Trades machen, wenn wir unterhalb vom EMA sind. Und schon haben wir wieder die nächste. Jetzt sieht man natürlich auch, wie schnell man hier an viele, viele Substrategien kommen kann. Machen wir mal die Schnellrechnung. Wir haben 28 typische Forex-Underlyings, also wenn man bestimmte Währungspaare nimmt. Und dann noch Gold, ach, und noch ein paar andere. Man kann ja auch den DAX und sonst was untersuchen. Lassen wir es mal bei 30. Dann haben wir noch 5 Wochentage. Okay, sind wir schon bei 150. Zu jedem Long oder Short sind wir bei 300 und Reversal potenziell 600 verschiedene Trading-Strategien. Alle Achtung. Also ihr seht, das kann Ausmaße annehmen, aber zeigt auch, wer jetzt manchmal vorm Rechner sitzt und fragt, ich will jetzt aber unbedingt Euro-US-Dollar heute jetzt traden. Aber wenn doch heute gar nicht der vernünftige Tag ist, so what? Ich habe genügend andere Underlyings, die ich mir ebenfalls angucken kann. Und überall kann ich diese Wahrscheinlichkeitsvorteile ableiten. Nicht immer für jeden Wochentag, so wie wir auch vorhin auch ganz am Anfang gesehen haben. Selbst Gold hatte eigentlich dienstags, montags, mittwochs und donnerstags nicht so sonderliches ad hoc. Mit einem EMA-Filter sieht so manches nachher wieder anders aus, aber wir haben also ein breites Universum für zahlreiche Strategien. Ihr wisst, weil jetzt gerade schon jemand geschrieben hat, Stefan, der Excel-Guru. Nee, ich bin eigentlich kein Excel-Guru, sondern wenn ich sowas höre wie gerade, ich habe theoretisch 600 Möglichkeiten, ist das für mich spätestens ein Grund, das Ganze zu automatisieren. Also auch die Auswahl und die Optimierung und alles. Das soll der Rechner selber komplett eigenständig machen und dann mache ich meine C-Programme, die den Job für mich erledigen. Resultat will ich euch zeigen. Auch mit den ganzen weiteren Substrategien. Weil natürlich wollen wir daraus ein Portfolio machen. Also springen wir nochmal kurz in die Folien. Und nicht erschrecken. Ihr könnt das Excel-Sheet haben. Ihr erkennt jetzt hier in dem Excel-Sheet noch gar nichts. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es sogar dasselbe von letzter Woche, weil man sowieso nichts erkennt. Aber ihr könnt es natürlich gerne haben. Hier stehen in jeder Zeile steht eine einzelne Strategie. Spezifisch für das Underlying, Stop-Loss, EMA-Periode, welcher Wochentag? Achtung hier, jetzt bin ich in der normalen Computerwelt, dann ist 1 der Montag und dem Reversal-Flag, was dann plus oder minus 1 ist. Und wie sieht so eine Equity-Kurve aus? So, hier ist Risiko pro Trade 100 Euro. Sind, wenn man, ich muss gleich nochmal nachzählen, sind 50 verschiedene Einzelstrategien. Grob ab dem Jahr 2000 und kann sich, glaube ich, sehen lassen. Natürlich kommt hier zum Tragen, dass wir jetzt alles parallel traden, quasi in einem Konto. Das glättet natürlich ohnehin die Equity-Kurven. Aber gucken wir mal,
auch in die Parameter rein. Ist übrigens jetzt die gleiche Kurve, die wir gerade gesehen haben. Und dann wären hier die ganzen Parameter für ganz viele verschiedene Underlyings. Da tauchen auch ein paar auf, die euch nicht vielleicht ad hoc geläufig sind, wie zum Beispiel MX. MX ist der Cacheron, also der französische Pendant zum DAX und so weiter. Findet man aber dann automatisch, wenn man dann danach sucht. Aber auch jede Menge Forex rauf und runter. Immer Long, Short, Reversal und dann welcher Wochentag. Mit welcher EMA-Periode und wie hoch ist der Stop-Loss zu setzen? Ich mache es mal im Grund ein bisschen größer. Keine Sorge, braucht ihr nicht abschreiben, ihr könnt die Excel-Sheets ja haben. Das heißt, hier steht in jeder Zeile quasi eine Strategie. Und für die, die schon lange dabei sind, gerechnet ist das für die komplette Zeit, allerdings mit ordentlichen Nachbarn. Das heißt, wenn ich erwarte hier, ich will Stabilität. Das heißt, wenn ich hier jetzt die EMA-Periode 200 habe, dann darf mit 210 die Strategie nicht zusammenbrechen, auch mit 220. Alles berücksichtigt, alles mit drin. Und so ist die Auswahl auch meiner in Summe 66 Strategien hier dann passiert. Das heißt, da kommt einiges zusammen. Natürlich, ich springe mal kurz in den Chat hier. Natürlich ist die ganzen Kalkulationen mit News nicht anzuwenden. Warum nicht? Ich sag doch. Sie waren ja auch in der Vergangenheit. Wenn wir zum Beispiel vorhin beim Freitag waren mit dem Gold Long, alle 2 Wochen war auch in dieser Auswertung die NFP-Daten. Alle 2 Wochen seit der ganzen Kurshistorie. Das heißt, auch in dieser Historie sind ja die ganzen typischen News-Event auch drin. Also Mittwoch und Donnerstag als EZB und FED Zinsentscheide. Und wenn ich Öl, Mittwochs sind immer Öllagerbestände, war ja auch in der Vergangenheit mit drin. Also insofern war da also schon drin. Okay. Kommt nochmal eine Frage, explizit Neighbor 10, was denn das hier eigentlich soll? Das steht sowohl im Namen als auch hier. Ja, da wurde also wirklich eine zehnfache Nachbarschaft, also das ist das, was da untersucht wurde. Das heißt, da geht es immer um die Frage, wenn ich einen Stop-Loss bei 1% setze, dann soll auch 1,1% auch noch funktionieren und so weiter. Deswegen taucht hier dieser Begriff Neighbor in dem Excel-Sheet aus. Jetzt ist das ja die eine Möglichkeit, eine Strategie zu optimieren. Man nimmt sich die gesamte Kurshistorie, optimiert, und das ist die quasi rückwirkende Equity-Kurve. Ich habe aber noch was gemacht. Die Strategie wird dann dynamisch. Sie ändert ihre Parameter, sie ändert ihre Auswahl, welche Underlyings. Das ist dann immer wieder neu optimiert und in der dann folgenden Zukunft angewendet. Das jetzt wieder genau auszuführen, was ich damit meine, führt zu weit. Hatten wir schon mal in anderen Webinaren. Ich wollte es nur erwähnen. Ich will es nur hier zeigen. Auch wenn man also diese Walk-Forward-Methode anwendet, ist die Equity-Kurve nicht mehr genauso schön, aber immer noch ziemlich gut. Das zeigt, weil das ja immer die Anwendung der Strategie in der jeweiligen Zukunft ist, mit Optimierungen, die davor lagen. Jetzt wird es super interessant. Das ist nun mal die Bestätigung, an der Strategie muss so richtig was dran sein. Wie da der aktuelle Parameterstand ist, gut, kann ich sagen, aber nützt euch nichts, die Parameter ändern sich dann alle 20 Tage. Aber die anderen, wegen der großen Nachbarschaft, haben ebenfalls eine super Gültigkeit. Also das Gesamtkonstrukt ist schon ein ziemlich mächtiges, um wirklich aus dem Wahrscheinlichkeitsvorteil hier auch einen Gewinnvorteil rauszuholen und das dann auch wirklich in sehr profitable Trades umzusetzen. Vielleicht nochmal gerade gefragt, also nochmal kurz, wie kann ich jetzt die Tabelle da lesen, wenn ich hier die Einzelstrategien nochmal genauer hier sehen will. Also machen wir nochmal ein Beispiel. Ich nehme einfach irgendeine Zeile raus, mache die einfach mal im Gelb, um dann hieran das nochmal zu übersetzen. Okay, es ist unschwer zu erkennen, es geht um australische
US-Dollar? Gut. Das wäre das Währungspaar, was wir traden wollen. Wir würden nur Long Trades eingehen. Okay. Gucken wir mal als nächstes am Wochentag. Wochentag ist 3, das ist Mittwoch. Also wir gucken uns nur Mittwoch an. Und wir würden unseren Long Trade nur eingehen, Reversal steht hier auf 1, wir würden unseren Long Trade nur eingehen, wenn der Open oberhalb vom EMA ist. Wenn das der Fall ist, und die EMA-Periode ist übrigens 91, und ihr könnt da mal ausprobieren, ihr könnt dann ruhig auch eine 100 eintragen im Excel-Sheet. Die Equity-Kurve bricht nicht zusammen, dafür habe ich gesorgt. Also sie bleibt immer noch sehr schön. EMA-Periode 91, der Trade würde eröffnet werden mit 0,9% Stop-Loss. That's it. Das wäre die ganze Trading-Strategie. Ihr könnt euch natürlich diese Tabelle dann einfach nach Underlyings oder nach Wochentagen oder sonst was einfach filtern. Und ich mache das mal eben hier nach den Wochentagen. Einfach nur, um zu sehen, dass sozusagen an jedem Tag einiges drin sein kann. Und ihr seht, da Montag 18 Stück, Dienstag sind ein paar weniger. Ups, jetzt habe ich hier irgendwas verzogen. Und so weiter. Also, es gibt hier wirklich zahlreiche Substrategien und zahlreiche Trading-Möglichkeiten. Und so leicht ist die Tabelle zu lesen. Es kommt gerade nochmal der Hinweis, Nachbarschaftsanalyse bezieht sich natürlich nur auf EMA und Stop-Loss, nicht auf den Wochentag und die Trade-Richtung, weil, naja, da kann ich ja nicht, ich kann ja nicht nur ein bisschen short traden. Genau. Gut. Soweit. Andere Sachen gehen gerade nochmal ein bisschen zu sehr ins Detail. Die lasse ich mal eben beiseite. Gut, soweit unsere Strategie. Das heißt, was wir in der Zusammenfassung haben, wir haben einen Wahrscheinlichkeitsvorteil auf Basis von Wochentagen. Individuell natürlich für die einzelnen Underlyings. Wenn der eine sagt, also Freitags Gold Long ist für Gold halt richtig. Das heißt aber natürlich nicht, dass es zwangsläufig für US-Dollar, japanischer Yen auch freitags long sein muss. Um Gottes Willen. Also da hat natürlich das eine Underlying nichts mit dem anderen zu tun. Und wir haben ja schon vorhin gesehen, dass gerade auch zum Beispiel andere Rohstoffe, wie zum Beispiel Öl, komplett anders laufen. Aber es ist also gut, diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil zu haben, und wir können ihn auch noch weiter nutzen, nämlich für diskretionäre Trades. Was wir da machen, ist, wir untersuchen die einzelnen Wochentage separat. Die Tage scheinen sich, warum auch immer, bei Gold gibt es auch eine Story dahinter. Bei anderen Wochentagen wird es manchmal ein bisschen schwierig, noch die Story zu finden. Es lohnt sich, die separat zu untersuchen. Aber wenn wir dann final zwei Freiheitsgrade machen, Stop-Loss und EMA, an dem wir wirklich drehen, erzielen wir unsere ganzen Substrategien. Und ihr habt gesehen, Portfolio ist möglich, und sehr schön, lohnenswert auch, weil das einfach Diversifikation schafft. Und damit haben wir eine weitere sehr schöne Strategie, die übrigens auch direkt jetzt live übernommen werden. Das ist sozusagen in den letzten Zuckungen. Ihr wisst immer, Peter schreibt dafür die EAs, und es ist sozusagen praktisch schon fertig und läuft. Aber das ist sozusagen gerade nur eine Sache von Tagen gewesen. Deswegen lohnt es sich wirklich noch nicht, aufs Konto zu gucken. Aber soweit. Kurz nochmal auf die Frage, in welchem Zeitfenster wird dann getradet? Zeitfenster ist einfach D1. Mitternacht Tradeeröffnung, vor Mitternacht Trade-Schluss. Jetzt mal ganz praktisch, kein Problem. Ihr könnt euch das gerne auch morgens um 8 angucken. Meistens ist ohnehin zwischen Mitternacht und morgens um 8 noch nicht viel passiert. Ihr könnt auch dann den Trade real eingehen. Wenn man es natürlich vollautomatisch macht, dann macht man es natürlich dann anders. Gut. Aber da kommen noch einige Danke schon hier. Wird nochmal. Ich lese mal vor. Sieht nach sehr viel Arbeit aus. Vielen Dank, dass du diese wertvollen Erkenntnisse kostenlos bereitstellst. Sieht man sehr selten. Vielen Dank.
Also vielen Dank auch für das Kompliment. Übrigens habe ich, um mal nochmal einen Nebensatz hier zu sagen, wie immer aus dem Sie ein Du gemacht. Der Text war in Sie geschrieben. Ich habe ihn auf Du übersetzt. Also auch wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, ihr könnt gerne auch direkt und unmittelbar zum Du übergehen. Soweit für heute. In 14 Tagen, ja, geht es natürlich wieder weiter. Und da geht es, wenn ich noch richtig im Kopf habe, umfassend um Pullback-Strategien. Die hatten wir bisher mal nur auf Aktien und da auch nur Long. Ja, können wir wieder mal auf den Forex-Markt gehen. Ihr könnt gespannt sein. Auch da gibt es wieder viel zu berichten. Also, schönen Fußballabend. In 5 Sekunden ist Anpfiff. Wie versprochen, bin ich genau fertig. Also, macht's gut und euch noch einen schönen Abend. Tschüss.